Hi, hier ist der Cracky von Ravioli. Ich begrüße euch zu einem ganz flotten First Look zum niegelnagelneuen Ryzen 7 5800X 3D. Der Gaming-CPU, die schnellste Gaming-CPU, so wirbt AMD. Wenn ihr mich fragt, ist das wahrscheinlich, ohne ihn jetzt getestet zu haben, wahrscheinlich eine geteilte Wahrheit, was man zumindest die ganzen Tests bisher so gesehen hat. Aber nichtsdestotrotz wollte ich einfach mal eruieren, wie sich das Ganze denn verhält, wie es denn funktioniert und vor allem, wie sich das Ganze auf einer ersten Generation Ryzen-Platine schlägt. In diesem Fall hier ein X370 GT7 aus dem Hause BioStar. Das ist das Gerät hier. Diese Platine, dieses Mainboard. Erste Generation seinerzeit. Ziemliche High-End gewesen. Erste Generation Ryzen, die High-End-Platinen haben damals so knapp 200 Euro gekostet und das war auch mit in der Liga dabei. Also ist ganz vorne mit dabei. Hat jetzt ein aktuelles BIOS bekommen, das habe ich schon aufgespielt. Installiert ist zurzeit noch ein Ryzen 7 3700X. Und nochmal eine kurze Bestandsaufnahme, so von 3-4 Parametern, die wir uns einfach anschauen. Wie viel Strom verbraucht der 37X? Wie leistet er in Szenario A, B, C, D? Und dann werden wir hier den 58X3D draufschnallen und dann mal schauen, wie der sich schlägt, wie er funktioniert, ob es hinhaut mit dem aktuellen BIOS, dass die CPU damit bootet. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und falls euch das, ne, also, wenn es euch, ne, ihr wisst ja, bis sofort. Der 3700X im Idle genehmigt sich so circa um die 50 Watt aus der Dose. Ihr seht das hier über mir im Webcam-Bild. Das ist direkt an der Steckdose gemessen. Testaufbau habt ihr ja schon teils gesehen. Das X370 GT, eine RTX 3060, also mit 12 GB Bildspeicher, eine Asus, die einfache Variante, die Phoenix. Zweimal DDR4 3000 Crucial Module, 16 GB, zwei Stück. Der Thermalright Aro als CPU-Killer und ein ganz einfaches Smart RGB Thermaltake Netzteil. Nothing special. Und ja, wir haben einen Idle-Verbrauch, der schwankt immer so ein bisschen, so zwischen 50 bis 60. Das können wir uns mal aufschreiben. Idle 50 bis 60. Und wir können natürlich da mal schauen, was passiert. PBO ist übrigens ausdrücklich deaktiviert. Was passiert, wenn wir hier mal einen Cinebench anschmeißen? Wie sich die Temperatur dann verhält und wie der Stromverbrauch dann aussieht beim 3700X, der seinerseits ja als sehr genügsame CPU bekannt ist, powert allerdings jetzt gerade ziemlich gut durch für meine Begriffe mit 4,1 GHz. Das ist schon nicht ohne und Stromverbrauch sind wir bei roundabout ja, 175, ne? Schwankt so ein bisschen, 175 bis 180 Watt. Kommt mir eigentlich ziemlich relativ heftig vor, dafür, dass PBO ausdrücklich abgeschaltet ist. Aber jedes Mainboard verhält sich da natürlich ein bisschen unterschiedlich. Temperaturen sind unterdessen völlig in Ordnung. Ja, wir nehmen es so, wie es jetzt mir hier entgegengeflogen kommt. Wir machen jetzt einfach nur einen Cinebench-Durchlauf. Müssen wir irgendwas in die 11.000 Punkte bekommen. Ich hatte es jetzt noch nicht mit HW-Info im Hintergrund laufen. Das kann natürlich immer sein, dass das noch ein bisschen das Ganze beeinflusst. Aber das nehmen wir auf jeden Fall. Na gut, vorhin lief noch ein anderer Task im Hintergrund. Dann haben wir hier 12.795. Das nehmen wir mit. Und dann schauen wir uns gleich mal ein Spiel an. Erste Option, die ich mir ausgesucht habe, ist Outcast 1.1. Ein alter Schinken, der aber komplett auf der CPU berechnet wird und da dann auf jeden Fall von mehr Prozessor-Power profitiert. Ich habe da eine ganz nette Referenz, die ich mal kurz zur Errate ziehen kann, wie sich das früher gegeben hat, das Spiel. Und zwar ist das aus einem Video von 2017, Ende April. Das ist ja lustig, dass wir heute den gleichen Tag haben, 2022. 5 Jahre später brauche ich dieses Video nochmal als Grundlage. Und zwar geht es hier um den Outcast 1.1 Benchmark in 720p, damals mit einem Ryzen 7 1700. Und da habe ich dann die Auswirkungen von schnellem RAM getestet auf die Performance in-game dann entsprechend. Und hier hatten wir jetzt natürlich
Ja, 2933 MHz, das war damals das höchste der Gefühle, allerdings mit deutlich besseren Latenzen, als ich jetzt hier zum Beispiel am Start habe. Und da hatten wir mit dem Ryzen 7 1700 so 143, 145 FPS. Wir hüpfen da jetzt mal rein, 720p, deaktivieren den V-Sync, lassen die Voxel Threads auf Auto und klicken auf Play, laden mein Safe Game und bewegen uns nicht. Wir bekommen dann im Overlay angezeigt, wie viele FPS der denn gerade in diesem Moment dann entsprechend bewerkstelligt bekommt und ausspuckt. Und nach einer anfänglichen Skepsis rundherum um 145 FPS sind wir jetzt so in Richtung der 160 unterwegs. Wir sehen, die CPU pusht insgesamt auf 4,3 GHz circa. Und ich finde es persönlich jetzt im direkten Vergleich gesehen sehr ernüchternd gegenüber dem damaligen Ryzen 7 1700. Ich denke, im schlimmsten Fall habe ich den mit 3,9 GHz damals betrieben, aber nicht mehr auf keinen Fall. Und ja, ob da jetzt die RAM-Latenz nochmal so durchhaut bei dem Spiel, könnte natürlich sein. Aber wir nehmen diesen Wert hier, wir nehmen die 160 FPS in 720p und nehmen als Vergleichswert dann auch nochmal das Ganze in 4K. Das ist ganz easy. Wir downsamplen uns das dann, downsamplen, genau. 4K, weil durch die Grafik, die hier komplett auf der CPU berechnet wird, durch die Voxel Engine, ist das Ganze halt sehr, 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 sehr CPU-intensiv, CPU-lastig. Und wir sehen, in 4K bleiben dann am Ende noch 31 FPS übrig. Ja, das schnattert hier ganz schön, das Board hat auf jeden Fall ordentlich zu tun, also 4K. Outcast, können wir sagen, 30 bis 31 FPS. Das ist so, 31 FPS in UHD. UHD, so haben sie bei Sky immer gesagt. Ja, das ist Outcast, meine Damen und Herren. Gehen wir gleich mal wieder raus. Hüpfen ins nächste Spiel rein. Shadow of the Tomb Raider wäre dann da der Titel der Wahl. Wir gehen auch hier, aktivieren das exklusive Vollbild, gehen auf 720p. Wir nehmen die Grafik extra ein bisschen runter, damit die Grafikkarte nicht der Flaschenhals ist, sondern die CPU der Flaschenhals wird. Man testet CPUs so, damit man halt entsprechend die CPU-Leistung abbilden kann. Das wirkt sich dann ja vor allen Dingen dann aus, wenn du Szenarien hast, wo die CPU richtig gefordert wird, wenn es richtig um die Wurst geht, wenn richtig viel Action ist. Und dann möchtest du natürlich trotzdem noch eine möglichst beste Leistung in dem Moment haben. Das heißt, deine Minimum-FPS werden größtenteils durch die CPU getragen. Und so kann man das Ganze dann halt einfach deutlich besser abbilden. 720p, wir deaktivieren DLSS. V-Sync ist aus, Kantenglättung ist aus. Und das hohe Preset haben wir gewählt. Hoch, nicht Ultra. Und dann hüpfen wir einmal hier in unser Savegame rein. Das müsste eigentlich relativ fix über die SSD dann auch laden. Ich bin immer noch bei der Prüfung des Adlers. Werde das wahrscheinlich auch nie schaffen. Aber ist ganz toll, weil wir können der Maschine ein bisschen bei der Arbeit zuschauen. Und dann haben wir da auch ein Ergebnis für den Ryzen 7 3700. Und wie das immer so lustig ist, das fällt immer relativ vergleichbar aus, von der Leistung her. Und ich notiere mir hier auch nochmal den Stromverbrauch, den wir dadurch generieren. Wir lassen die Grafikkarte zu ca. 90% aus. Man sieht das oben bei dem GPU-Reiter, der erste Prozentwert, 89%. Das heißt, theoretisch ist noch ein bisschen Luft. Theoretisch könnte die Grafikkarte noch ein paar mehr FPS, wenn sie denn gefüttert werden könnte von der CPU. Kann sie aber in dem Moment nicht. So, 250 Watt. Und wir haben hier, ja, wir schwanken zwischen 155 oder sagen wir mal 156 und 159 FPS. So. Das kann man auch so rekonstruieren. Da kann man wieder rausgehen, wieder reingehen und das neu laden. Das funktioniert auf jeden Fall zuverlässig. Alles klar. Absoluter Klassiker. Counter-Strike Global Offensive. Für mich persönlich Klassiker. In Full HD. Wir haben hier die Settings wie folgt gewählt. Schattenqualität hoch, Modelltexturdetails hoch, Effektdetails hoch, Shader-Detail sehr hoch. Spielerkontrast verstärken, jawohl. Das Streaming haben wir deaktiviert, Multicore-Rendering aktiviert. Multisampling ist aus, FXA ist aus. Anisotropische Texturfilterung auf 16-fach, V-Sync aus, Bewegungsunschärfe aus. Dreier-Monitor-Modus, nein, um Gottes Willen. Und die Uber-Shader haben wir aktiviert.
Wir wählen dann jetzt hier in dem Fall aus der Workshop die FPS Benchmark Map. Sollten vorher noch die Konsole aktivieren. Das machen wir hier unter Tastatur, Maus, UI, Konsole öffnen. Lege ich dann immer auf die Tilde. Das ist der Knopf unter Escape. Und warum öffnet die sich nicht? Erst in-game. Gut, dann hüpfen wir jetzt in die Benchmark-Map. Zack. Dann können wir uns da nämlich nochmal ein kleines FPS-Overlay anzeigen lassen und vor allem auch die Benchmark-Ergebnisse aufrufen, nachdem der Benchmark durch ist. Dafür brauchen wir die Konsole auf jeden Fall. A simple FPS testing map. So, wir nehmen die CTs und eröffnen wir die Konsole nicht. Schweinerei. Konsole muss erst aktiviert werden. So war das. Spiel, Entwicklerkonsole aktivieren. Ja, das muss noch gesetzt werden. Jetzt hat es Klick gemacht. Lange nicht mehr gemacht. Net-Graph 1. Und da wird er unten eingeblendet. Da haben wir dann die FPS. Ist jetzt natürlich nicht sonderlich aussagekräftig in dem Fall. Wir nuckeln hier irgendwo an den 1000. Man sieht es nicht so ganz. Hüpfen da rein. Lassen die Kamerafahrt dreimal durchlaufen. Und dann haben wir am Ende entsprechend unser Ergebnis. Flatter, flatter. Wir haben einen kurzen Schnitt gemacht in den dritten Benchmark-Durchlauf, dass ihr den aber einmal komplett gesehen habt. Was ich hier auch beobachtet habe, ist zum einen der Stromverbrauch, der normal anliegt. Im Rauch ist natürlich die Grafikkarte maximal ausgelastet. Dann sind wir bei 260 Watt aus der Dose in dem Moment. Ansonsten tängeln wir hier bei CSGO zwischen 180 und 200 Watt in Kombination. Bei CSGO ist die Grafikkarte normal nie maximal ausgelastet, darum wählen wir hier auch Full HD als Auflösung der Wahl. Was ich bisher in den Testberichten so gesehen habe, ist der 58X 3D bei CSGO tatsächlich nicht ganz so gut, wie man das sich vielleicht erhofft hätte, dass es der neue CSGO-Killer wäre. Aber ich hoffe doch, dass wir dann da einen Unterschied abbilden können. Also hier eine leichte, dezente Kamerafahrt, extra dreimal gemacht, damit wir das Ergebnis so ein bisschen mitteln können, damit das reproduzierbar ist. Anders als bei den statischen Szenarien in Outcast und in Shadow of the Tomb Raider, wo ich eh nur rumstehe, dann habe ich mir gedacht, machen wir das in dem Fall dann mit diesem Triple-Durchlauf. Und da sehen wir 445,52 und wir hatten einmal 448,92 und einmal 451. Man sieht, es fluktuiert so ein bisschen. Ich würde es jetzt mal auf 448 mitteln. 448 FPS. Natürlich jede Menge massig, keine Frage. So, aber dann würde ich tatsächlich sagen, get ready to rumble. Auf dem Mainboard ist jetzt hier BIOS-mäßig, sieht man hier AGESA irgendwo hier? Das ist gerade ein bisschen Palöver. Mainboard, BioStar Group, Chipset, Ryzen Sock, bla bla. Bus-Specs, PCI Express 4.0. Als ob 4.0 anliegt. Das kann eigentlich nicht sein. Wir schauen mal hier in GPU-Set. Resizable Bar ist übrigens auch aktiviert. Hier sehen wir es ja. 4.0 auf 3.0. Also das ist... das täuscht immer so ein bisschen. Das passt auf jeden Fall. Resizable Bar ist aktiviert. Das ist ja die Funktion für die Grafikkarten, dass sie direkten Zugriff auf den... beziehungsweise die CPU hat direkten Zugriff auf den Grafikspeicher. So herum. Aber wir sehen jetzt hier gar nicht die AGESA-Version. Es ist wohl die 1205B, wenn ich es richtig jetzt aus dem Kopf wiedergebe. Aber alles gut. So, herunterfahren, CPU-Kühler demontieren und dann ist es Zeit für ihn hier. Jawohl. 3D-Cache. Und tatsächlich wieder mit Kunststoff aufgefüllt, die Verpackung. Kein Pub-X mehr. Was soll das denn? Aber gut. Wir kommen damit zurecht und da ist das Ding. Die quasi letzte Ausbaustufe für den Sockel AM4. Danach kommt aller Voraussicht nach nichts mehr für Spieler. Und ja, ich finde, das ist ein ganz nettes Abschiedsgeschenk von AMD in der Form. Und mal schauen, weil ich was mich halt sehr, sehr begeistert ist, dass quasi jetzt einfach so die offiziell dieses Embargo gefallen ist, von wegen, hey, 5000er Ryzens dürfen nicht auf
Sockel, ne, beziehungsweise auf ersten Mainboards laufen. Auf X370, auf B350 dürfen sie nicht laufen. Und dann haben einige Hersteller haben dann klangheimlich immer so BIOS-Versionen rausgehauen, meistens für die ganz, ganz kleinen der Chips. Sowas wie ein A320 oder sowas, wirklich so ein Office-Mainboard, hat dann auf einmal ein BIOS bekommen, wo ein 5950X drauf läuft. Und du denkst nur, okay, das ist spannend, warum macht ihr das? Aber okay, wenn es so sein soll. Ich hatte hier die Originalpaste drauf gelassen, habe davon schon was abgetragen. Und es bappt trotzdem wie wahnsinnig. Das ist natürlich wieder das Typische für Sockel AM4. Nicht zu stark am Kühler ziehen, sondern ein bisschen drehen. Unter leichten Zug. Und dann habt ihr den hoffentlich ohne CPU dann auch in der Hand. So, ja, es ist Originalpaste beim Aro. Immer wieder die Empfehlung, entfernt sie komplett. Wir haben mal kurz die CPU sauber. Also entfernt sie komplett, nehmt eigene Paste, die ihr hauchdünn auftragt. Und dann seid ihr good to go. So, einmal Kleenex bitte. Okay, einmal den 37X von der Wärmeleitpaste befreit. Einmal ausgebaut. Und dann einmal den 58X3D. In ein X370 GT7. So, Wärmeleitpaste. Ich hab vom Aro Paste schon runtergenommen gehabt. Und guck mal, wie viel Paste da noch ist. Die verteilen wir jetzt. Ach, die verteile ich wieder auf den Kühlerboden. So habe ich es vorhin auch schon gemacht. Das ist nur ein Testaufbau. Normalerweise, wie gesagt, würde ich dazu tendieren, eine andere Wärmeleitpaste zu bevorzugen. Aber in dem Fall soll es diese jetzt tun. Mal drauf. Schon gespannt wie ein Flitzebogen, ob wir gleich irgendwelche Fehler bekommen oder ob es bootet. Auf Twitter hatte ich nämlich schon den Hinweis bekommen, dass es eigentlich sein sollte, dass erst ab der AGESA 1207 oder so diese CPU dann auch offiziell auf den 300ern unterstützt wird. BioStar hat es jetzt aber ganz tapfer mit reingeschrieben. Also insofern lassen wir uns mal überraschen. Kurze Konzentration hier. Kühlermontage. Lüfter dran. Und Wärmeleitpaste überall verteilen. Yippie! Was willst du mehr? Okay. Grafikkarte noch rein. Dann Monitorkabel dran, Netzteil an, Hände falten, einschalten. Gucken wir mal, ob die Kiste postet. Da kommt auf jeden Fall was. Da kommen auf jeden Fall Postcodes, die Hallo Hallo sagen. Irgendwas scheint zu passieren. Abgeschaltet haben wir uns auch noch nicht. Capture Device sagt noch nichts. Nochmal kommen Postcodes. Und hey, wir haben ein Bild! Mega! Nochmal Reboot hinlegen. Oh mein Gott! Unbezahlbar, unbezahlbar. Da kann man sich immer freuen. Da kann man sich immer freuen. Also ich denke vor allem in dem Zuge daran an die Leute, die vielleicht sich zur ersten Generation von Ryzen ein System aufgebaut haben,
Er hat natürlich nochmal eine Extraschleife gemacht, ist ja klar. Wir machen uns ja erstmal bekannt miteinander. Aber jetzt sollte tatsächlich auch ein richtiger Bootvorgang erfolgen. Beziehungsweise wir hüpfen natürlich erstmal wieder kurz ins BIOS. Ich denke da vor allem an die Leute, die sich damals vielleicht einen relativ großen 1000er Ryzen geholt haben und jetzt halt Lust haben, das Ganze auf die Spitze zu treiben. Und CPU-Informationen sehen wir jetzt hier gar nicht, aber it's not a fake. Wir müssen nur auf jeden Fall, BIOS hat sich quasi zurückgesetzt, das heißt, wir stellen nochmal kurz die Dinge ein, die wir einstellen müssen. Beziehungsweise die ich vorher auch eingestellt hatte. Das heißt, ich lade das XMP-Profil für den RAM. Das heißt, ich deaktiviere das CSM, die CSM-Kompatibilität. Dann bootet der ein bisschen flotter auf der Platine hier. Ich deaktiviere, wobei den kann man ja gar nicht aktivieren. Es gibt keinen Precision Boost Overdrive für den 58X 3D. Ist okay. Also hier haben wir nur eine Option, LCLK Frequency Control. LCLK Power Management. Enabled oder Disabled. Und Enhanced PCIe Detection. Das lassen wir beides auf Auto. Sagt mir jetzt in der Form nichts. Eine Sache muss ich noch aktivieren. Und zwar ist das Above 4G Encoding und Resize Bar Support. Das ist dann für Resizable Bar. Damit wir da gleiche Voraussetzungen für die Grafikkarte haben. So, speichern und ab ins Windows. Tada! Ich musste mich einmal kurz bei Microsoft neu bekannt machen, weil Windows sich natürlich gedacht hat, hey, was ist hier los? Was ist das für ein neuer Prozessor? Was stimmt denn da nicht? Wir sind da, wir sind im Windows. Wir werfen gleich mal einen Blick auf den Idle-Stromverbrauch, der sich sehr ähnlich darstellt. Jetzt haben wir gerade mal so einen Peak in Richtung 80 Watt. Aber normalerweise hängen wir auch um die 50 Watt. Ich hatte vorher 50 bis 60, jetzt sind wir so bei circa 55 Watt. Das ist also sehr, sehr ähnlich zum 3700X. So, hier Ryzen 7 58X 3D. Das ist das Ding. Wir starten mal gleich die HW-Info und lassen mal einen Cinebench laufen. Schauen wir mal, was dann da der Stromverbrauch sagt, beim 37X waren wir bei ca. 180. Und schmeißen das gleich mal an hier. Und dann schauen wir mal, wie die CPU pusht und wie viel Strom sie sich denn genehmigt. Weil sie ist ja mit einer TDP spezifiziert von 105 Watt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hier steht jetzt auch nichts weiter drauf. 100 Megabyte Cache insgesamt. Das sind ja irgendwie wahnwitzige 96 MB Level 3 Cache oder so. Oder 92 MB. Und unter Load verbrauchen wir ca. 10 Watt mehr. Da sind wir bei knapp 190 circa. So. Lüfter dreht ein bisschen auf. Und Temperaturen direkt in den 90ern. Das ist ja das, was man auch schon lesen konnte, dass der 58X 3D ein kleiner Hitzkopf ist, was das Rendering angeht. Das liegt halt an der Silizium-Zusammenstellung, mit welcher er arbeitet. 14.000 Punkte ist natürlich eine etwas andere Ansage. Ne? Das sind 1.400 Punkte mehr circa. Wir hatten vorher 12.795. 14.184 Punkte und ja, tatsächlich 90,4 Grad, das ist heavy, also ist noch krasser als beim normalen 58X 3D, beziehungsweise kommt mir tendenziell ein bisschen zu krass vor, will einmal Sicherheit walten lassen und werde jetzt nochmal die Wärmeleitpaste unter dem Kühler tauschen, weil es kommt mir irgendwie ein bisschen zu krass vor. Ich habe den Eindruck gehabt, gerade war beim Festschrauben auch alles nicht ganz 1000%ig. Ich bin sofort wieder zurück. Das ist so dieses Live-Tun und Machen. Darum mache ich das jetzt nicht live. So, einmal frisch gemacht mit einer, ja, irgendeine Firma Grizzly-Paste. Ich weiß nicht genau welche. Auch ein neues. Ich denke mal, wir werden aufs Gleiche bei rauskommen. Ja, das ist dem besonderen Aufbau geschuldet, weil der Cache selber halt durch seine Größe und die Fertigungsgröße
ist das punktuell halt super viel Energie, die da entsteht. Und darum wurde auch das Overclocking seitens AMD unterbunden. Und ich denke mal, daher rührt das, dass die Temperatur direkt durch die Decke geht. Aber wir müssen bedenken, der 58X3D ist ja auch hauptsächlich einfach fürs Gaming gedacht. Und dementsprechend kann ich mir das nur vorstellen, dass tatsächlich so etwas hier, so ein Dauer-Rendering-Prozess, halt eher nicht das ist, was du permanent mit dieser CPU machen solltest. Aber wir sehen auch hier wieder, wir hüpfen direkt in die 90er mit etwas über 190 Watt aus der Dose. Und das ist tatsächlich gefühlt noch krasser als beim normalen 58X, der auch mit diesem Problem der thermischen Dichte zu tun hatte. Da war ja ein Prozessor-Kernkomplex drunter, der halt relativ hoch getaktet hat und dementsprechend ist der 58X ein absoluter Hitzkopf geworden. Dass das direkt in die Richtung ballert, ist sehr auffällig. Sehr, sehr auffällig. Ich habe zwei CPUs hier, ich werde aber im Rahmen des Videos jetzt nicht noch eine zweite einbauen, um da einen direkten Vergleich zu haben, sondern wir nehmen jetzt diese Werte hier auf. 14.140, vorhin hatten wir 14.184. Also das ist ja dann in einer Region und auf jeden Fall für sich genommen vergleichbar. Dann schauen wir doch direkt mal in Outcast rein, würde ich sagen. Hier natürlich auch als erstes dann wieder 720p. Bin mal gespannt. 160 FPS hatten wir zuvor. Jetzt schauen wir mal, was dieser alte Schinken zu dem 3D-Prozessor sagt. What is going on? What is going on? Holy shit! Okay. Die 160 sah mir ja relativ wenig aus beim 37X gegenüber dem 1700er und meinem damaligen RAM-Test. Die 296 FPS jetzt, ja, ne? Nehmen wir mal mit. Das ist fast gedoppelt. Oh mein Gott. Okay, das ist cool. Wenn wir 296, ich schreibe mal 290 auf. Es fluktuiert natürlich ein bisschen. CPU boostet tatsächlich jetzt in der Gaming-Last sehr ähnlich wie der 37er vorhin. Also so 4,3 GHz auf allen Kernen. Circa können wir so beobachten. Aber diese 290 FPS, das ist fast gedoppelt. Also sollten wir theoretisch in 4K irgendwo im Bereich der 60er landen. Wollen wir doch direkt mal testen. Alt F4, dann ist das Savegame nämlich gleich wieder an derselben Stelle. Und jetzt noch einmal in 4K bitte. Beziehungsweise UHD. So, und schwupps. Und hinein. Ich weiß, der Graph ist jetzt sehr klein. Aber ich kann es euch ja vorlesen. So, wir sind mit etwas über 40 FPS gestartet. Und jetzt sind wir tatsächlich bei 56, 57 Bilder pro Sekunde. Respekt und Anerkennung. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Es fluktuiert so ein bisschen, 54 FPS. Jetzt haben wir so einen kleinen Drop auf 46, 47, 48. Jetzt sind wir wieder bei 52, 55. Ist je nachdem, wenn Windows sich natürlich im Hintergrund denkt, ich muss noch was tun. Ich arbeite hier mit Windows 10, allen aktuellen Updates, der aktuelle Chipsatztreiber, das jetzt verfügbare BIOS für das X370 GT7 und halt dieser neuen CPU. Aber das ist auf jeden Fall Ersteindruck hier, ist schon mal nie ohne. 55 FPS in 4K von 31 mit dem 37X. Ja, jetzt stellt man sich vor, du spielst ein Battlefield im Multiplayer und da geht gerade die Post durch der Decke und dann hast du dann vielleicht einen Drop, der dir vielleicht auf 30 FPS abrutscht, weil der Prozessor gerade im Limit hängt. Und dieser Drop wäre dann jetzt nicht mehr 30 FPS, sondern auf 55 FPS. Lässt sich nicht ganz transportieren, ist klar. Aber ja, das ist auf jeden Fall sehr beachtlich für diesen alten Schinken. Respekt. Okay, nächstes Spiel bitte.
hüpfen wir wieder mit Lara in den Dschungel in unser Testszenario. Zuvor hatten wir Stromverbrauch 250 Watt. Der wird jetzt tendenziell höher ausfallen, weil ich annehme, dass die Grafikkarte besser ausgelastet wird. 97% jetzt auf der Grafikkarte. Das sind auf jeden Fall mehr als vorher die knapp 90%. Könnte sich auch in Vollauslastung kommunizieren, je nachdem. Weiß man nicht so ganz genau. Stromverbrauch 265 Watt. Ja, okay, 265 Watt und 185 FPS gegenüber 100, ja, knapp 160 hatten wir vorher. Hier sieht man natürlich, dass trotz des Szenarios, trotz der 720p, liegt mit der RTX 3060 auch eine gewisse Grafiklimitierung vor. Mit einer stärkeren Grafikkarte würde natürlich der Unterschied deutlich größer ausfallen. Daher aber auch hier natürlich nur 720p mit hohem Setting. 185 FPS habe ich jetzt mal notiert. Ist tendenziell ein bisschen mehr. 185 bis 188 FPS. Wie gesagt, zuvor 156 bis 159. Also knapp 30 Bilder mehr. Danke, Lara. So, in den letzten Zügen des ersten Counter-Strike-Durchlaufs. Im Rauch auf 83 FPS runter. So ein Schabernack. Was auf jeden Fall auffällt, der Stromverbrauch fällt höher aus in dem Szenario. Das heißt, die Grafikkarte kann auf jeden Fall besser ausgelastet werden. Im Rauch sind es 260 Watt. Im normalen Durchlauf hatten wir vorhin 180 bis 200. Jetzt sind wir regelmäßig jenseits der 200. Das sind so 210 bis 230 Watt, die sich die Grafikkarte hier genehmigen darf, beziehungsweise das gesamte System dann in dem Moment. Auf jeden Fall wird das ein besseres Ergebnis sein als unsere 448 FPS, die wir zuvor hatten. Das ist jetzt der erste Durchlauf, wie gesagt. 543,5. Alles klar, Herr Kommissar. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Außer noch zwei Durchläufen, bitte. Bums. Der letzte Durchlauf. Ich habe mir noch mal ein paar Gedanken gemacht, während hier das läuft und wir gleich zum ersten First-Look-Fazit kommen bezüglich der Leistung dieser CPU, die sehr zu beeindrucken weiß. 545,47, einmal hatten wir 551 und das war 543 war das erste Ergebnis. Würde ich jetzt mitteln auf 546 oder so. Ja. 546 gegenüber 448, die wir zuvor mit dem 37X hatten. Halleluja! Das ist schon nicht ohne. Was aber auch nicht ohne ist, sind natürlich die Temperaturen, wo der gleich hinläuft, wenn man die CPU belastet. Verzeihung. Und das ist natürlich so ein bisschen so ein fader Beigeschmack. Für den reinen Gamer scheint der Prozessor jedoch die eierlegende Wollmilchsau zu sein. Weil wenn wir das mal so beobachten, der 37X gilt als eine der sparsamsten CPUs, die man sich vorstellen kann, von AMD. Also der 37X hat immer den guten Ruf gehabt, dass er sehr sparsam ist. Der 58X3D hält sich da in völlig identischen Regionen auf. Was natürlich den Otto Normalo fuchsteufelswild macht, sind diese hohen Temperaturen, die die CPU ausspuckt. Darum kann man sie ja auch nicht übertakten. Man muss sie leider so nehmen, wie sie kommt. Sicherlich kann man probieren, eventuell an der Spannung was zu drehen. Ich habe in einem Test gelesen, dass es nicht geht, an der Spannung zu drehen. Ein anderer hat aber kommentiert, dass seine CPU wie ein Träumchen auf nur 1 Volt laufen würde. Werde ich jetzt im Rahmen dieses Videos nicht ausprobieren. Ist nicht Sinn der Sache. Aber ich zeige es einfach nur, wie es hier jetzt standardmäßig läuft auf einem X370 Mainboard. Ja? Augen und Ohren offen halten bei eurem Hersteller. Falls ihr jetzt tatsächlich im Besitz eines Ryzen 1700X, 800X, 2700X, 2700, 3600, 37X seid, das ist euer Upgrade, wenn es um Prozessor-Power geht. Wenn ihr euch eine Grafikkarte geholt habt, die ihr jetzt nicht ganz ausfahren könnt, wo ihr ab und zu mal so gewisse Szenarien habt, wo es einfach stockt und man das vielleicht beobachtet mit so einem Overlay und sieht, hey, meine Grafikkarte ist nur zu 30% ausgelastet. Ist jetzt ein Extrembeispiel, weil dieses Spiel hier die Grafikkarte nicht verwendet. Und es ruckelt, ja?
dann wisst ihr, hey, guck mal, mein CPU-Kern, der allererste, der hängt bei 90%, der ist ja voll ausgelastet. Mein Prozessor kann leider nicht mehr leisten, kann jetzt nicht mehr FPS ausspucken, alles klar. Da lohnt sich dieses CPU-Upgrade. Natürlich ist es ein Schweinepreis, 500 Euro für die schnellste Gaming-CPU. Der Intel i9 12900K oder halt der KS sind schneller, die Plattform ist teurer, optimalerweise braucht der DDR5-RAM, der teurer ist, und das Ding, der 12900K und KS, ist halt sehr, sehr stromhungrig für diese Leistung. Sehr, sehr stromhungrig im Vergleich. Und so in der heutigen Zeit, wenn man die maximale Leistung haben will, aber vielleicht doch noch ein bisschen einen grünen Hintergedanken haben will, muss sagen, der Stromverbrauch ist fantastisch bei dem Ding hier. Das ist mega geil. Ja? Mal jetzt hier nur 150 Watt. Ich weiß, das Board säuselt wie blöd. Das ist das X370 GT. Das ist das einzige Board, wo das Mainboard Spulenfiepen hat. Permanent. Egal, was passiert. Wenn du auf der SSD am Rumkopieren ist, hörst du das und so. Muss ja auch was für sich haben. Ist trotzdem eine gute Platine. Ich möchte natürlich gerne noch mit anderen Szenarien da experimentieren und ausprobieren. Wir werden eigentlich 290 FPS. Jetzt sind wir bei 270. Wir hüpfen nochmal rein, just for fun. Ich habe mir die 290 notiert. Und wir sehen halt, CPU-Temperatur geht dann so in Richtung der 80er. Wobei die HW-Info im Hintergrund läuft, das darf ich nicht vergessen. Aber da sind wieder unsere 290 FPS circa. Ja. Schauen wir mal kurz in die HW-Info, was die jetzt aufgezeichnet hat, während ich hier in Outcast rumstand. Und das waren in der Spitze 80 Grad. Das sind berechnete Werte. Das hat halt einfach mit der Dichte zu tun von diesem 3D-Cache und halt dem Prozessorkern. Dieser 3D-Cache, da muss man sich halt vorstellen, die haben da so ein kleines Treppchen gebaut. Quasi wie so ein Podium bei der Formel 1. Das hier ist der Cache. Und hier ist der eigentliche Prozessorkern, der daneben sitzt. So, der Cache ist aber nicht hoch genug. Also haben sie um den Cache herum ein bisschen totes Silizium gepackt. Was dann damit quasi, ich weiß nicht, ob es verlötet ist oder wie auch immer, damit es auf die gleiche Höhe kommt. Und hier ist natürlich dann schon mal ein Wärmeübergang. Und dann hast du hier diesen Bereich. Und das ist halt haufenweise Cache, der die ganze Zeit hier am Kommunizieren ist. Und das sorgt halt für Hitze. Ne? Dann kommt hier oben der Hitzeschild drauf, der Heatspreader. Und das sorgt halt für diesen Hitzespot. Ja, man kann natürlich nur vertrauen, dass die Ingenieure das gescheit gemacht haben, dass das funktioniert. Mit diesem Temperaturszenario ist natürlich eine Herausforderung mal wieder für die händische Konfiguration von Lüfterkurven. Meiner Meinung nach kommt man mit so einem Luftkühler hin für so eine CPU, weil dass der direkt in den Bereich hüpft, das wirst du auch mit einer Wasserkühlung nicht abfedern können. Da kannst du wahrscheinlich nur schauen, dass du tatsächlich eventuell mit Spannung runterarbeitest. Aber das wäre dann ja auch wieder rumfummeln am Produkt. Und von daher, ich bin immer Fan davon, zu sehen, wie verhält sich das Ding, wenn man es einbaut. Wie wir Möglichkeiten haben, da vielleicht zu sparen, werde ich eruieren. Gibt es bestimmt ein extra Video zu. Weil ich glaube, das ist ein ganz heißes Thema für alle da draußen. Der schnellste Gaming-Prozessor. Er ist nicht der schnellste. Es gibt Spiele, da ist der 12900K, KS-KS oder selbst der 12700K schneller. Und es gibt aber auch Szenarien, da kann der Intel dem AMD das Wasser nicht reichen. Also insofern, es ist schön, das als Plattform Speerspitze zu haben und vor allem halt auch auf Platinen der allerersten Generation. Das finde ich eine coole Sache, finde ich toll, finde ich klasse. Ende des Jahres kommt dann wahrscheinlich Sockel AM5 und da werden alle Karten neu gemischt. So, das war der Cracky von Ravioli. Wenn euch das gefallen hat, wenn ihr mehr Content zum 58X3D sehen wollt, eventuell auch Interesse hier an der 3060 habt, was die denn so auf dem Kasten hat für ihre 420 Euro, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Und abonniert gerne den Kanal. Kostet euch gar nichts, weil das ist ja wie so typisch. Jeder Zehnte, normalerweise findet jeder Hundertste den Daumen. Und den Abo-Knopf findet vielleicht jeder Tausendste. Das ist ganz kurios. Ich kann es verstehen, ich mache es auch nicht häufig. Aber wenn mir der Content gefallen hat, dann rutsche ich zumindest auf diesem Däumchen aus. Das habe ich mir mittlerweile angewöhnt. Grafikkarte ist eiskalt, 27 Grad. CPU im Idle, aber auch human, bei 36. Und Stromverbrauch 50 Watt. Daumen hoch, AMD. Das war der Cracky von Ravioli, signing off.